Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Die Sims 4. Heute scheint es ziemlich feurig herbeizugehen und oh mein Gott, wie unscharf das auf einmal wird. Man sieht es ja schon. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge so ein bisschen hier umgestaltet, das Wohnzimmer. So ein paar andere Möbel, so schöne blau gehalten, die Gardinen ein bisschen farblich verändert, ein anderer Fernseher. Und also einfach so ein bisschen umgestaltet. Und ja, ich habe eure Kommentare natürlich gelesen und habe auch halt jetzt den Essbereich umgestaltet so ein bisschen und das sieht halt momentan noch so aus. Als Tipp habe ich bekommen, dass so eine Bar halt doch ganz gut aussehen würde. Ich habe es jetzt erstmal so hingestellt, ich finde, das geht gerade, aber wir haben jetzt halt nicht mehr ganz so viel Geld. Und deswegen hätte ich halt hier irgendwie noch so einen Teppich oder so hingelegt und den Teppich vielleicht anders gelegt. Ich hatte halt, dann wurde mir halt gesagt, dass ja der Tisch, den wir da stehen hatten, ja für 8 Personen ist und ein 6-Personen-Tisch ja ausreichen würde. Und deswegen habe ich jetzt halt auch einen kleineren Tisch genommen, halt so einen einfachen Tisch halt. Ich hätte erst überlegt, so einen zu nehmen, weil es dann halt dazu passen würde, aber habe mich dann doch irgendwie dagegen entschlossen. Ich habe gedacht, passt die Kante nicht. Und habe dann halt diese Stühle halt dazu genommen. Und ich hätte die eigentlich auch dahin machen sollen. Mache ich das eben? Dann habe ich halt hier noch die beiden Barhocker sozusagen genommen. So, weil dann passt das dazu. Obwohl, die davor sahen besser aus. Mano, die davor sahen jetzt eigentlich besser aus. Warte, haben wir denn die Stühle? Das sind dann. Da müsste man diese Stühle nehmen dafür, ne? Also ich habe halt erstmal die Stühle genommen, weil ich die ganz toll fand. Und damit es halt farblich einigermaßen passt, habe ich halt den Schwarz genommen, weil ich da jetzt nicht blau haben wollte, sondern so ein bisschen hier das Schwarz wieder aufgreifen. So an Dekosachen und so, das kommt auf jeden Fall noch dazu. Es ist momentan echt nur Möbel. Aber da das Geld momentan nicht ganz so passt. Ich muss euch, glaube ich, mal die Weihnachtsklamotten wegnehmen. Habe ich gedacht, passt das so? Und jetzt haben wir halt erstmal eine kleine Bar hier. Ich habe erst gedacht, sie ziemlich in die Ecke zu stellen und dann hier den Essbereich davor zu machen. Aber so, finde ich, geht das gerade ganz gut. Und wenn wir hier noch so Barsachen hinmachen, also hier noch so Barkram und das dann vielleicht doch noch so ein bisschen in die Ecke, dann sollte das doch, glaube ich, einigermaßen nach was aussehen. Ich hoffe es zumindest. Ich bin noch froh, dass das gerade klappt, weil ich wollte eigentlich schon viel, viel früher aufnehmen. Ich finde den. Achso. Und dann hat irgendwie das Spiel nicht funktioniert. Ich habe es reparieren lassen. Es hat irgendwie auch nicht geklappt. Und nach dem Neustart des Computers hat es dann geklappt. Seltsam, seltsam, seltsam. Ich möchte ein bisschen Pop hören. So. Das ist Monis Zimmer. Schade, dass das andere Bett nicht so gut ist, weil das sieht so toll aus, aber ich möchte sie auch nicht quälen, dass sie da so schlafen muss. Und das ist ziemlich blau und der Teppich ist viel zu hell. War den denn noch dunkler? Weil das ist hier alles so dunkelblau. Nee, ne? Oder wir müssen den in weiß, aber dann würde ich die Stühle. Ich weiß es nicht. Ich finde, der sieht schon gut aus, aber wenn es den halt einfach in dunkelblau geben würde, dann wäre ich einfach überglücklich. Ich lasse den erstmal so. Wir haben keine Post. Okay. Was, ich weiß keine Ahnung, was ihr da erzählt, aber ist auch in Ordnung. Können wir für dich so 100 Stunden am Computer verbringen? Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Wir können eigentlich noch mal ein bisschen programmieren. Wir können hacken. Nationales Sims-Sicherheitsdienst wäre jetzt nicht so toll erstmal. Da sollten wir, glaube ich, erstmal unsere Fähigkeiten haben. Wir machen mal eine freiberufliche Arbeit, dann kriegen wir vielleicht ein bisschen Geld. Wir müssen ja eh ein bisschen programmieren. Du bist mit deiner Arbeit super gut und wir müssen in 4 Stunden hin. Dann können wir vielleicht noch was essen. Dann können wir. Okay, das ist schlecht. Haben wir nichts mehr? Kannst du noch einen Brownie nehmen? Ich glaube, wir sollten mal wieder ein bisschen kochen. Ich glaube, ich koche dann noch vegetarische Burrito mit Spinat. Der ist neu, oder? Den kenne ich noch gar nicht.
Fischtacos, Tofu-Tacos für Vegetarier geeignet. Machen wir mal Tofu-Tacos in der Partygröße. Und unser lieber Herr Künstler, drei Gemälde an Sammler oder Kunstgalerie verkaufen. Wir haben soeben die Computersysteme unserer Firma analysiert, um es kurz zu sagen, es sieht nicht gut aus. Wie kann es sein, dass alle das Passwort... Du musst uns helfen. Ja, das sollte natürlich machbar sein. Und wir sollen eigentlich Sachen an Galerie verkaufen. Müssen wir das erst benennen dafür? Oder muss das da draus sein? Oh nee, wir können hier einen Sammler verkaufen. Pff, machen wir einfach mal, oder? Mal gucken. Verkaufen wir das einfach mal einen Sammler, weil das ist ja hier so ein bisschen unsere Aufgabe. Vielleicht kriegen wir dadurch ja auch schneller Geld. 173. Also das, was es wert ist, kriegen wir sofort. Das ist natürlich auch nicht schlecht. An Sammler verkaufen. So kriegen wir natürlich jetzt auch Geld. Selbstsichere Arbeit ansehen. An Sammler verkaufen. An Sammler verkaufen. Und jetzt noch drei emotionale Gemälde fertigstellen. Hä, so kriegen wir ja... Da muss ich ja nie auf den Flohmarkt gehen eigentlich. Aber das werden wir natürlich trotzdem noch machen. Das spinnt gerade. Das ist eigentlich richtig cool. Warte, kann ich das... Wenn ich das kopiere... Das ist jetzt doof, aber ich will das jetzt einfach mal kopieren. Dann... Das ist halt die Vorlage. Und das ist trotzdem... Das ist halt immer noch genau so viel wert. Und das möchte ich nämlich verkaufen. Und das finde ich... Passt einfach übelst hier rein. Leinwand einrahmen. Ich finde, das passt einfach richtig hier rein. In die Wohnung. Also hier vielleicht nochmal so ein dunkler Streifen an Wandfarbe. Wenn ich jetzt auf die Schnelle was finde. Einfache Standardfarben, ja. Das war so ein dunkleres Blau. Nee, das passt nicht. Dann würde ich doch eher... Nee, das muss so ein dunkles Blau sein. Ich liebe das, wenn man hier Wandfarben sucht. Oder was Bestimmtes im Kopf hat und das einfach nicht findet. Nee, das ist auch viel zu hell. Das sieht mehr danach aus. Also es ist... Aber hier so einen leuchtenden Streifen reinmachen. So blau. Weil dann hebt sich das Bild gut ab. Es hebt sich auf jeden Fall viel, viel besser ab. Kann man machen. Kann man machen, weil das so hell ist. So. Das ist natürlich richtig cool. Ach, du malst jetzt einfach. Ja, ist okay. Mal ein inspirierendes Gemälde. So. So, wir können doch uns einfach mal Schminke auftragen. Gothic. Komm mal, schwarzer Kajal. Ich will sehen, wie das aussieht. So. Ach du Sau. So. Du Sau. So. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, ein bisschen anders schminken. So ein bisschen Mädelszeugs machen. Und dann können wir doch eigentlich auch noch... Können wir genau hier ein Porträt des Anliegens können wir erstmal noch überprüfen. Natürlich hier spülen. Du bist so ein Schwein. Wir wurden befördert. WhatsApp hat nochmal 105 Simoleons gegeben. Wir sind jetzt gemeinnützige Leiterin. Monika wurde befördert und ist jetzt gemeinnützige Leiterin. Sie verdient jetzt 30 mehr. Das sind 153 pro Stunde. Dann haben wir noch einen Bonus erhalten. Und dann können wir jetzt 1000 Simoleons an Spende sammeln. Ja. Das ist, es ist echt eine Menge. Und wir haben jetzt echt wieder Geld. Und sollen jetzt insgesamt 5000 Simoleons an Spenden sammeln. Also wir machen echt in diesem Beruf nichts anderes als Spenden sammeln. Und das ist eigentlich auch ganz okay. Dann ziehen wir uns mal ein wenig seriöser an. Wir möchten ja seriös rüberkommen. Deswegen ziehen wir uns mal das an. Das sieht ziemlich seriös aus. So. Und dann
räumen wir das mal weg, weil das einfach eine Sauerei ist und räumen hier allgemein auch ein bisschen auf. Und dann gehen wir mal nach unten und versuchen mal Sims davon zu überzeugen, uns 1000 Simoleons zu spenden. Yay! Und das ist verblichen, ne? Oh nein! Fuck, 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 fuck. Oh, Entschuldigung, ich niese momentan übelst viel. Geh zur Arbeit! Warum gehst du nicht zur Arbeit? So. So, Hallöchen, ich möchte mich gerne bei Ihnen mal freundlich vorstellen. Und möchte mit Ihnen gerne über Ihre politischen Ansichten sprechen. Ja. Oh, er ist jetzt total müde, aber gut, er ist echt so... Nicht gut. Es ist nicht gut, dass er überhaupt nicht rechtzeitig zur Arbeit gekommen ist. Komm mal runter! Der Fernseher läuft, das kann man sehen. So, wir sind da. Ist faul und sprunghaft. Okay. Wieso kann ich nicht mit dir mehr reden? Ach, mit dir habe ich angefangen zu reden, genau. Ich möchte ein bisschen über deine Interessen reden. Und möchte ein bisschen meinen Zweck promoten. Und dann möchte ich gerne eine Spende sammeln. Politikkarriere, Spende sammeln von 1000 Simoleons. Mal gucken, ob das klappt. Hey, hast du jetzt nicht vorher den Zweck promoted? Monika hat leidenschaftlich über Anliegen gesprochen, konnte jedoch keine Spenden sichern. Oh, das ist aber nicht so toll. So, dann versuche ich halt... Vielleicht muss ich mich so ein bisschen mit denen anfreunden. Ah, Anna hat die leidenschaftlichen Worte von Monika gehört und fühlt sich motiviert, etwas zu tun. Dann kannst du das doch! Tu es und spende einfach 1000 Simoleons! Ja, ich bin... Oh, Schatz, das ist jetzt gerade voll nicht gut. Ich bin... Es wird schon anscheinend ein bisschen schwieriger. Oh, wir sind ärgerlich. Warum sind wir ärgerlich? Politische Partisanen. Es macht einen ganz wahnsinnig, wenn man mit jemandem reden muss, der gegensätzliche politische Ansichten vertritt. Warum ist das peinlich? Wischiwaschi-Politik. Hey, du hast doch deine Politik gar nicht geändert. Das ist doch... Das ist so seltsam. Hi, Anaya. Ich versuche mal gerade an dir so ein bisschen... möchtest du was spenden? Ich möchte wenigstens auf 2000 kommen. Dann kann ich nur noch Tausender Simoleon spenden, sammeln und dann... Anaya ist meine beste Freundin. Die spendet. Es wird schwieriger, Spenden zu sammeln. Was ist, wenn du 25 Simoleons spendest hier? Ja! Wenigstens ein bisschen wurde gespendet. Warum demonstriert ihr für den Tod der Erde? Also ich glaube, 1000 Simoleons Spenden zu finden, da muss man echt schon gut sein. Und ich habe Besuch bekommen. Ach, dir kümmert sich... Ah, naja, kommt jetzt auch einfach rein. Aber das ist doch gut, dass ihr euch hier ganz gut versteht. Kann ich vielleicht bei dir die 1000... Mit Hakim gemeint Simoleons? Nein, ich möchte nicht mit ihm Fancy gucken. Ich möchte bei ihm vielleicht die 1000 Simoleons Spenden kassieren. Komm mal kurz schnell hier hin. Warum stehen hier so viele Kaffeebecher? Ich stehe gerade total auf Kaffee, oder? So, hallo mein Schatz, gibst du mir 1000 Simoleons? Das ist so cool. Warum? Nee. Okay, es ist schwierig, 1000 Simoleons Spenden zu erhalten.
Okay, dann danke und tschüss, weil ich möchte hier unten weiter. Dann hole ich mir halt Kleingeld. Mit 100 Simoleons komme ich auch irgendwann voran. Ach komm, ich mach doch einfach mal den Protest mit. Hä, warum? Komm, am Protest teilnehmen. Komm jetzt runter. Komm runter. Hä? Jetzt ist er vorbei. Ja, zu langsam, meine Liebe. Zu langsam. Zu langsam. Entschuldigung, ich bin übelst gefühlt richtig mega fett erkältet. Ach komm, 250 Simoleons. Es ist Spieleabend, ja. Es ist schön, dann spielt da oben noch einfach. Hä? Ja, du bist doch da. Ihr seid seltsam. Ihr seid übelst seltsam. Komm, dann wir machen jetzt einfach Multiplayer-Turnier, Party Frenzy mit Anaya und Hakim. Die sind ja gerade da. Und dann spiel du mal mit denen ein bisschen. Okay, er will unterstützen. Wir haben erfolgreich promoted. Es wird echt schwieriger. Okay, er hat gespendet. Das ist ja gut. Hallo Afrofrisur, ich möchte mit Ihnen gerne über meine Sachen sprechen. Ich erzähle erstmal eine unglaubliche Geschichte. Ich glaube, hier kommt es wirklich sehr stark auf Charisma-Fähigkeit an. Also, wenn man eine hohe Charisma-Fähigkeit hat, dann kriegt man das halt schneller hin. Aber uns dauert es halt noch so ein bisschen, bis wir auf Level 10 kommen. Unser lieber Aaron ist wieder nach Hause gekommen und wir schmeißen uns gleich ins Bett. Ihr seid noch schön am Zocken, das ist schön. Gelangweilt. Das Gespräch scheint dann doch nicht ganz so interessant. Kann ich dir Geld abknöpfen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, wäre auch seltsam, wenn ich einem Kind Geld abnehmen könnte. Ich sollte jetzt auch mich nicht unbedingt mit dem Kind unterhalten. Also es wird echt schwieriger. Es wird immer, immer schwieriger. Naja, aber nach diesem erfolglosen Tag... Können wir uns ja einfach so ein bisschen mit Hakim unterhalten, mit ihm so ein bisschen witzeln und einfach bei uns, also uns bei ihm fallen lassen und ja, einfach die Zeit genießen. So. Jabin! Soy! Ich flirt einfach mal ein bisschen mit ihm. Ein bisschen Händchen halten und so. Was macht die denn? Die kommt jetzt aber nicht in meine Wohnung, oder? Oh, Anaya. Hä, was stört dich das bitte? Tut mir leid, dass ich mich nicht voll Die soll mal bitte gehen. Anaya, ich habe doch nur vorhin kurz mit dir gesprochen. Ich möchte, dass du jetzt... gehst. Ist sie jetzt gegangen? Ja, ne? Ich glaube, die ist gegangen.
Du kannst doch über Nacht bleiben, hm? Ja, die beiden sind so süß. Ich liebe diese Möbel. Also für mich sind das eigentlich vielleicht Gartenmöbel, aber es wäre trotzdem mega cool, die zu haben. Okay, er bleibt wenigstens hier. Das ist doch mal was Schönes. Ich flüstere noch ein bisschen verführerisch. Und dann gibt es noch einen fetten Schmatzer. Noch einen mega fetten Schmatzer. Und dann, ja, warum nicht? Und dann holen wir uns einfach nur aus. Es ist Freitag. Wir sollten, glaube ich, die nächsten wieder so ein bisschen behalten, damit wir, wenn dann Floma kommt, dann... Ja, habt euren Spaß, meine Lieben. Habt euren Spaß. Der liebe Aaron ist einfach total fertig. Ja, jetzt hast du mega den Stress auf der Arbeit gehabt. Dabei bist du ja gar nicht der Typ, der nicht hingeht. Oh. Oh. Das war mir noch gar nicht bewusst, dass die noch kein Techtelmechtel hatten. Hups. Hups. Oh la la. Okay. Zurückspulen. Das war mir überhaupt nicht bewusst, aber egal. Das sollte eigentlich nach einem wunderschönen romantischen Abend passieren. Jetzt war das doch so früh und so schnell. So, geh schlafen. Ja gut, kann ja mal passieren. Wir spulen schnell vor, bis der nächste wach aufsteht. Das müsste Dirk oder Aaron sein. Ich glaube, Dirk ist eher wach. So, jojojo. Ein Gericht nehmen. Und wir werden sehen, was in der nächsten Folge weiter passiert hier. Das erste Techtelmechtel war jetzt anscheinend ungewollt, aber gut. War dann doch ein bisschen früher als gedacht. Unser Dirk futtert jetzt noch seine Tofu-Waff-Tacos-Dinger da und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin, ciao!